Hallo, liebe Brettspielfreunde, willkommen bei Spielwald. So, das Spiel haben wir aufgebaut. Ich musste noch mal ein bisschen was nachtragen, deswegen hat sich das Setting noch mal ein bisschen verändert beim Aufbau. Falls ihr es also angeguckt habt und euch wundert, warum die Schildchen erst da standen, nachher da und dann wieder da. Ich hatte noch was vergessen, habe ich dann reingeschnitten. Und jetzt legen wir dann einfach mal los mit den Spielregeln. Und da wünsche ich euch viel Spaß bei. Okay, fangen wir einfach mal an mit den Spielregeln. Erstmal so ein bisschen das Grundprinzip vom Spiel. Das Grundprinzip ist, ich möchte natürlich produzieren, ich handeln und ich kann eben auch hier Schichten beenden. Und es läuft folgendermaßen ab: Wenn ich etwas produzieren möchte, dann schaue ich, was ich hier eben für Ware brauche und produziere diese dann, um mir dann eben hier ein neues Plättchen zu nehmen. Sollte ich vielleicht irgendwas brauchen, was zum Beispiel jemand anders schon hat oder was ich vielleicht eben über diese Plättchen hier, über die neuen Welten dann bekomme, dann handle ich. Und das läuft dann eben folgendermaßen ab, dass ich dann nachher eben Handelsmarke ausgebe. Werde ich aber dann nachher auch nochmal genau beschreiben. Will euch erstmal nur das Prinzip erklären. Das heißt, ihr müsst auch nicht immer alles bauen. Ihr könnt auch bestimmte Dinge, die schon bei jemand anders da sind, auch handeln. Macht manchmal auch Sinn, um nicht verschiedene Dinge wieder produzieren zu müssen. Manchmal macht es aber auch Sinn, selbst wenn es jemand anders schon hat, selbst zu bauen, weil es einfach auf Dauer, wenn ich es oft brauche, günstiger ist, Arbeiter einzusetzen, als jedes Mal Handelsmarke dafür auszugeben. Ja, und was auch noch ist, ich habe ja immer hier Folgendes, ich habe ja pro Werkstätte oder pro Produktion sozusagen, habe ich immer zwei freie Arbeitsplätze. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und kann zweimal Holz produzieren in dieser Runde. Jetzt ist aber das Problem, ich bräuchte vielleicht für nochmal was irgendwie Holz. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt ein Schichtende einläuten für einzelne Arbeiter. Das heißt, hier unten seht ihr immer steht, was das Schichtende kosten würde. Das heißt, wenn ich jetzt einen grünen wieder hier hochsetzen möchte, dann muss ich dafür ein Gold ausgeben. Kann ich ihn hier hochsetzen und kann in der gleichen Runde hergehen und kann ihn auch gleich wieder irgendwo einsetzen. Auch am gleichen Arbeitsort, da der Platz ja wieder frei geworden ist. So, das ist eigentlich so das Prinzip, wie gesagt, und jetzt gehen wir die einzelnen Sachen einfach mal durch. Und wir fangen einfach mal an bei der Produktion. So, wir haben hier unsere Handkarten und hier sehen wir immer, was unsere Bevölkerung denn an Bedürfnissen hat. Und wir wollen die natürlich erfüllen, weil wir unsere Handkarten ja auch ausspielen wollen. Also zum einen, weil wir natürlich damit in das Spielende einläuten und vor allem natürlich auch, weil wir Bonis bekommen und eben auch am Ende des Spiels dementsprechend Punkte. Und ihr seht hier auch, wir haben hier die Arbeiter- und Bauernkarten. Die brauchen immer zwei Sachen, während alle anderen auch dann immer schon drei Sachen brauchen und meistens eben schon Dinge, die natürlich höher entwickelt sind. So, also würden wir jetzt mal sagen, wir nehmen uns hier mal einen vor. Das sieht eigentlich hier zum Beispiel ganz gut aus. Würden uns den hier vornehmen und wir bräuchten hier jetzt Stahl und wir bräuchten einmal einen Blaumann. Also müssen wir natürlich an die Produktion rangehen. Um einen Blaumann zum Beispiel zu produzieren, brauche ich eben Wolle und ich bräuchte Kohle. So, dann gehe ich jetzt her und mache Folgendes. Ich setze einen roten Bewohner hier hin auf diesen Arbeitsplatz und produziere mit ihm Kohle. Und einen grünen nehme ich und setze ihn hier hin und produziere Wolle. Und damit habe ich es geschafft, diese beiden Sachen zu erfüllen und kann dieses Plättchen nehmen und setze es hier unten rein und habe jetzt eine neue Produktion und kann jetzt Blaumänner produzieren. So, das ist das Prinzip der Produktion. Ich kann in jeder Runde auch nur eine Produktion machen. Das heißt, wenn ich das jetzt produziert habe, das ist mein Spielzug fertig, kommt der nächste Spieler dran, der übernächste und so weiter, bis ich dann wieder dran bin. Wenn ich wieder dran bin, kann ich die nächste Produktion starten. So, sage ich mal, ich möchte den jetzt noch erfüllen, dann kann ich ja jetzt, ich habe jetzt die Möglichkeit, Blaumänner zu machen, das heißt, ich setze einen hierher und jetzt brauche ich aber noch Stahl und ihr seht hier, Stahl haben wir schon vorgedruckt, also das heißt, Stahl können wir von Anfang an produzieren, dann gehe ich hierher und produziere Stahl und dann gebe ich diese Karte hier ab. Das ist dann auch schon eigentlich die nächste Möglichkeit, das heißt, ich kann Bevölkerungskarten
ausspielen und aktivieren. Und wenn ich diese Karte jetzt ausspiele, dann ist klar, ich habe diese Karte abgehandelt. Das heißt, die Karte bringt mir am Ende schon mal auf jeden Fall 3 Punkte. Ich kann jetzt jederzeit, wenn ich dran bin, mir diesen Bonus nehmen, der hier steht. In dem Fall 4 Gold nehmen, macht natürlich immer gleich Sinn, kann man gleich machen, da hat man es schon erledigt. Nehme ich mir hier 4 Gold, lege sie mir hierher und dann ist gut, dann ist die Karte auch erledigt. Ich drehe sie um, lege sie beiseite und am Ende des Spiels werde ich dann einfach die Punkte, die einmal so hier draufstehen, wie gesagt, und einmal hier draufstehen. So, es gibt aber auch Karten, das ist vielleicht nicht immer gleich sinnvoll, sie zu spielen. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel mal diese Karte und hätte diese Karte geschafft. Hier dürfte ich jetzt zum Beispiel 3-mal aufwerten. Und dann ist es vielleicht in dem Moment, sage ich mir, jetzt noch aufwerten bringt noch nichts. Ich will vielleicht erstmal noch 2 blaue dazu bekommen, um dann eben vielleicht nachher sogar 3 blaue aufzuwerten in das nächstgrößere, also von 3 Arbeitern auf 3 Handwerker aufzuwerten. Das heißt, ihr habt hier kostenlose Aufwertung und könnt die dann einsetzen, wann ihr es braucht und wann ihr es wollt. Das ist das eben die zweite Aktionsmöglichkeit, die Bevölkerungskarte eben ausspielen und die Bevölkerungskarte aktivieren. Was ihr aber auch machen könnt, ist Bevölkerungskarten austauschen. Sagen wir mal, ihr habt 3 Bevölkerungskarten, die euch überhaupt nicht zusagen. Ich nehme jetzt mal einfach 3, egal ob sie gut sind oder nicht. Und ihr sagt jetzt, naja, die 3 möchte ich nicht mehr. Dann kommen diese 3 hier wieder unter den Stapel und ihr zieht euch einfach 3 neue. So, gut, dann hättet ihr einfach wieder 3 neue. Das war dann aber auch ein Spielzug. Also eine Hauptaktion, ein Spielzug. Das Einzige, was jetzt kein wirklicher Spielzug ist, wenn man die Karte schon gespielt hat und ihr wollt sie aktivieren. Das Aktivieren ist immer eine freie Geschichte. Das heißt, ihr könnt in eurem Spielzug einfach aktivieren und könnt dann trotzdem noch bauen, handeln oder sonst irgendwas machen. So, was kann ich jetzt noch machen? Ich kann auch meine Arbeitskräfte erhöhen. Das heißt, ich brauche zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, ich möchte hier vielleicht aufwerten. Dazu bräuchte ich jetzt nochmal unbedingt zwei Arbeiter. Also gehe ich her und produziere jetzt zum Beispiel einmal hier Holz und müsste jetzt hier einmal Ziegel produzieren. Steht auch immer hier oben, was ihr braucht. Und dann würde ich jetzt hier nochmal einen Arbeiter bekommen. Bekomme ich eben einen neuen Arbeiter, beziehungsweise erhöhe ich meine Bevölkerung, bekomme ich auch immer gleichzeitig die entsprechende Karte dazu. Das heißt, ich habe einen Arbeiter gesetzt, kriege ich also natürlich hier eine Karte und bekomme die noch mit auf meinen Stapel hinzu. Das heißt, ihr werdet relativ schnell am Anfang des Spiels auch wirklich locker mal 15, vielleicht sogar auch mal 20 Karten auf der Hand haben. Vor allem, wenn ihr diese Karten hier spielt, wo ihr auch gleich 2 Arbeiter wieder bekommt und hier bekommt ihr einen Handwerker und hier bekommt ihr 2 Bauern. Wenn ihr solche Karten spielt, ist natürlich am Anfang sehr, sehr gut, und weil ihr braucht Leute, aber ihr bekommt natürlich auch immer wieder Karten auf die Hand und wie gesagt, das Spielende ist, wenn einer alle Karten ausgespielt hat. Das ist Arbeitskraft erhöhen. Was ich jetzt aber auch noch machen kann, ich kann natürlich mit meiner Arbeitskraft auch noch aufsteigen. Das heißt, wenn ich aus einem Arbeiter zum Beispiel einen Handwerker machen möchte, dann zahle ich die entsprechenden Ressourcen, die hier sind. Also muss ich diese wieder produzieren. Das heißt, ich müsste hier einmal Kohle produzieren und einmal Handelsware. Und dann könnte ich einen blauen zu einem roten, also jetzt einen Arbeiter zu einem Handwerker machen. Das heißt, ich nehme den blauen hier raus und setze hier eben einen Handwerker. Genauso geht es natürlich hier weiter rüber. Hier drüben wird es einfach ein bisschen teurer. Sollte auf irgendeiner Karte oder hier zum Beispiel auf diesem Teil hier oder hier auf diesem Plättchen eine bestimmte Bewohner abgebildet sein, dann muss dieser Bewohner erschöpft werden. Das heißt, ihr nehmt diesen Bewohner und setzt ihn eben hier in den Erschöpfbereich. Und den bekommt ihr auch erst wieder, wenn ihr nachher ein Stadtfest macht, was ich dann auch noch erklären werde. Gut, jetzt haben wir den Aufstieg auch noch. Jetzt geht es darum, alte und neue Welten zu erschließen. So, jetzt setze ich das ein bisschen rüber, dass ich ein bisschen Platz habe. So, und zwar möchte ich jetzt sagen, ich möchte hier oben eben eine alte Welt oder eine neue Welt erschließen. Was machen die 2 Sachen? Wenn ich eine alte Welt erschließe, bekomme ich mehr Raum zum für Produktion. Wenn ich eine neue Welt erschließe, dann kann ich eben neue Ware handeln.
Wie mache ich das Ganze? Habe ich hier alles abgebildet. Das heißt, das erste Plättchen, das ich hier oben nehme, kostet mich ein Expeditionsmarker. Das heißt, ich nehme diesen Expeditionsmarker, lege ihn hier auch seitlich hin in meinen Erschöpfbereich und dann darf ich mir entweder eine neue Welt oder eine alte Welt nehmen. Nehmen wir mal eine alte Welt, lege sie hierher. Eine alte Welt hat auch immer einen Bonus. Manchmal gibt es Arbeiter, manchmal gibt es eben eine bestimmte Produktion oder es gibt auch Schiffe, die ich natürlich dann auch noch nutzen kann. So, jetzt seht ihr hier, ich habe einfach neue Felder, ich kann also hier weiterbauen. Was übrigens beim Bauen auch immer geht, ist, ich kann immer überbauen. Also ich darf im Endeffekt hergehen und könnte ein Plätzchen nehmen und könnte das hier überbauen. Was nicht sein darf, ist, dass eine Produktion zweimal gebaut wird. Das heißt, ich habe ja hier eigentlich das schon da, das habe ich jetzt auch nochmal, ich habe es jetzt aber bekommen, kann ich es natürlich nicht ändern, dann habe ich das jetzt eben zweimal hier drauf, aber ich dürfte jetzt nicht hergehen und dürfte sagen, okay, ich habe hier Kohle und nehme mir hier das Kohleplättchen und lege das auch noch hierher. Wenn ich das machen würde, müsste ich es hierher legen, das heißt, ich würde statt mit Handwerkern, mit Arbeitern Kohle produzieren. Und lege das jetzt auch erstmal so hier drauf, das wird dann eben am Ende des, also wenn ich jetzt standfest gemacht habe, dann bereinigt und dann kann ich eben auch Sachen überbauen. Sollte ich etwas überbauen wollen, wo schon ein Plättchen liegt, kann ich das natürlich auch tun. Das heißt, ich entferne dieses Plättchen und dieses Plättchen kommt eben wieder hier rein, sodass es den anderen wieder zur Verfügung steht. Okay. So, also wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel eine alte Welt noch dran gemacht und das gleiche kann ich dann auch machen, wenn ich eben wieder eine Expeditionsmarke habe, um eine neue Welt zu erkunden und dann würde ich die hier oben anlegen. So, und ihr seht hier, hier ist ein Handelsmarker abgebildet, das heißt, ihr könnt die entsprechende Ware mit einem Handelsmarker eben handeln. Ware darf auch nicht gespeichert werden, also ihr könnt jetzt auch nicht hergehen und Waren einfach sammeln und sagen, ich habe jetzt die Ware, weil ihr seht ja nachher gar nicht mehr, welche Waren ihr habt, sondern müsst im Endeffekt in dem Zug, in dem ihr dran seid, die Ware dann auch wieder ausgeben. Das kann ich bis zu 4-mal machen und zwar sowohl für die alten Welten als auch für die neuen Welten und muss aber dementsprechend auch zahlen. Also das erste Plättchen, egal von wem, kostet immer 1, also auch wenn ich eine alte Welt schon habe und nehmen wir jetzt eine neue Welt, kostet mich das ein Expeditionsmarker, das zweite dann 2, 3 und 4. Was ich noch machen kann mit meinen Expeditionsmarkern, ich kann auch Expeditionskarten nehmen. Das heißt, ich gebe hier 2 Expeditionsmarker aus, lege sie in den Erschöpfbereich und bekomme hier 2 Karten. Diese Karten nehmt ihr verdeckt auf die Hand, legt sie auch erstmal beiseite. Ihr könnt es euch natürlich angucken, logischerweise. Und hier seht ihr, es gibt hier Zoobesuche und Museumsbesuche. Am Ende des Spiels könnt ihr eure Bewohner hier draufstellen. Das heißt, die entsprechenden Bewohner, die hier abgebildet sind, müsst ihr natürlich draufstellen und bekommt dann auch die entsprechenden Punkte. Wenn ich jetzt sagen wir mal, ich habe das jetzt hier so und habe das auch noch einen Investor am Ende, dann kann ich das so draufstellen. Diese Karte wird trotzdem gewertet, auch wenn ich nur eines der beiden besucht habe. Das heißt, dafür gibt es natürlich keine Punkte, aber dafür gibt es dann im Ende eben Punkte. So. Und jetzt haben wir das schon ein paar Mal erwähnt, ich kann Stadtfest feiern. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel hier schon alles draufstehen. So. Und ich habe nichts mehr oder ich habe von mir das so und sage mir, ja gut, mit einem Bauern kann ich jetzt aber auch nichts mehr anfangen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch kein Gold mehr und kann kein Schichtende mehr einleiten, um zu sagen, okay, mit dem Schichtende könnte ich mir jetzt nochmal jemanden holen, um noch was zu produzieren. Dann gehe ich hier und mache ein Stadtfest. Und bei einem Stadtfest ist es so, es gehen alle wieder in ihre Wohnviertel zurück, alle Bewohner, und zwar in die entsprechenden natürlich. Und ich bekomme alle Marker wieder zurück. Also alles, was hier im Erschöpfbereich steht, bekomme ich wieder auf mein Tableau. Das heißt, in der nächsten Runde, wenn ich wieder dran bin, darf ich sie auch wieder ganz normal benutzen. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was man so an Aktionen hat. Auf was man so im Spiel natürlich achten muss, ist natürlich die Produktionskette
die man bauen muss, um zu gucken, naja, wenn ich das brauche, dann muss ich aber auch das haben und das haben, beziehungsweise vielleicht hat es auch einen Mitspieler und ich kann mir sagen, okay, dann nehme ich mir eine Ware eben vom Mitspieler, handel damit und gebe im Handelsblättchen aus und wenn ich es eben selbst habe, dann produziere ich es. Sollte ich handeln müssen, weil ich es eben nicht habe und gebe Handelsblättchen aus, steht hier oben auch immer, wie viel es kostet. Das heißt, die grünen und die blauen Produktionswaren, beziehungsweise grüne gibt es keine, blaue Produktionsware, gute Sache, weil hier steht auch was, aber es gibt ja gar keine grüne. Doch, gibt ja die hier, kann ich natürlich auch machen. Genau, grüne und blaue Produktionsware kostet ein Handelsmarker, rote 2 und die lilanen eben 3. Weil ich kann auch handeln, selbst wenn ich noch bauen könnte. Aber ich könnte ja zum Beispiel auch so sein, dass ich hier meine Grünen schon alle weg habe. Ich aber zum Beispiel kein Gold mehr habe, um wieder ein Schichtende einzuleiten. Aber noch Holz bräuchte, dann kann ich auch sagen, okay, dann handle ich halt einfach Holz mit ihm. Weil Holz hat ja auch jeder, egal ob er es gebaut hat oder nicht, das ist ja schon von vornherein drauf. Dann sage ich mir, okay, ich gebe einen Handelsmarker aus und handle Holz. Wenn auch gehandelt wird, das kann auch nicht verweigert werden vom Gegenüber, sondern er muss im Endeffekt handeln. Der Vorteil für ihn ist, er bekommt dafür immer ein Gold. Aber egal, was ihr handelt, es gibt immer ein Gold. Also auch ob ihr eine grüne Ware handelt oder eine lilane Ware handelt, der Mitspieler bekommt eben, wie gesagt, immer ein Gold dafür. Ja. Was man natürlich auch noch beachtet, ist dann einfach so ein bisschen, was mache ich denn alles? Zum Beispiel hier ist es natürlich geschickt, ich habe all die drei Sachen auch selbst bei mir produziert, weil ich dann dafür Punkte bekomme. Hier ist es natürlich gut, ich schicke am Ende des Spiels so viel wie möglich Leute in den Zoo. Hier ist natürlich sehr gut, ich habe so viel wie möglich neue Welten erkundet oder ich habe hier viele Ingenieure. Doch, Ingenieure, genau. Und hier kann ich jederzeit im Spiel eben 3 Erkundungsmarker und 3 Gold ausgeben, um nochmal einen Zug zu machen. Ja, wer eben dann am Schluss alles gespielt hat, also keine Karten mehr auf der Hand hat, beendet das Spiel. Das heißt, die Runde wird noch fertig gespielt, danach ist aber fertig. Und derjenige bekommt auch, da habe ich das Feuerwerksplättchen, das eben auch nochmal 7 Punkte gibt. Die Spielwertung ist dann nachher ganz einfach. Das heißt, es gibt Punkte für jede Karte. Ihr zählt also alle Karten, die ihr gespielt habt. Karten, die ihr noch auf der Hand habt, müsst ihr beiseite legen. Die sind natürlich keine Punkte wert. Also alle Karten, die ihr gespielt habt, geben Punkte. Es gibt Punkte für all die Besuche, die ihr hier habt. Moment, jetzt habe ich es außerhalb vom Bild. Natürlich für all die Besuche, die ihr hier habt. Und dann gibt es für jeweils 3 Gold nochmal einen Punkt und es gibt eben die Punkte für hier oben. Das ist die Punkteverteilung und natürlich auch nochmal die Punkte hier für den Feuerwerksmarker. Und dann wird zusammengezählt und wer am meisten hat, hat natürlich gewonnen, logisch. Sollte es einen Gleichstand geben, wird zusammengezählt, wer wie viele Produktionsstätten, Werften und Schiffe gebaut hat und wer da am meisten gebaut hat, gewinnt dann, beziehungsweise sollte es da so sein, dass es da auch noch einen Gleichstand gibt, dann haben eben beide Spieler gewonnen. So, das waren die Regeln zu Anno 1800. Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass jeder verstanden hat. Wie gesagt, es kam so ein bisschen öfter schon auf, ja, ich verstehe das Spiel nicht, beziehungsweise es ist mir eigentlich viel zu kompliziert oder es sieht kompliziert aus. Ist es wirklich nicht. Man hat 5, 6 verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Man hat immer eine Aktion, wenn man dran ist. Und das meiste ist wirklich einfach das Produzieren. Und alles andere, Karte ausspielen oder so, ergibt sich ja immer von selbst. Wenn ich was produziert habe, spiele ich die Karte aus und wann ich sie aktiviere, bleibt ja mir überlassen. Und es fügt sich eigentlich alles zusammen in dem Spiel und es ist wirklich nicht komplex. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit den Regeln. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz das eine oder andere nachlesen, beziehungsweise natürlich die Symbolik hier auch mit den Sonderkarten oder sowas oder mit den Expeditionskarten oder so. Einfach nochmal nachlesen, wenn ihr da noch was braucht. Und ansonsten hoffe ich, dass es dafür reicht, um dann euer erstes Spiel zu spielen. Und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit.
Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und natürlich freue ich mich auch drüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Spielwald sagt auf Wiedersehen, bis bald und spielt noch schön.